Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video dreht sich alles um Custom Content für Kleinkinder. Viel Spaß! Nach sehr langer Zeit kommt heute mal wieder ein Custom Content Video von mir und wie schon gesagt, stelle ich euch heute meine liebsten Creator für Kleinkinder vor. Übrigens, vergesst nicht, mich hier auf YouTube zu abonnieren. Auf diesen Kanal kommen nämlich dreimal die Woche Videos über die Sims. Und außerdem könnt ihr auch gleich auf Twitch vorbeischauen. Dort streame ich derzeit auch zweimal die Woche. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in das Video hinein. Der erste Creator, den ich euch jetzt vorstelle, der nennt sich Onyx Sims. Und den habe ich tatsächlich erst heute entdeckt. Und viel mehr Informationen habe ich dann auch nicht über ihn. Auf jeden Fall liegt sein Fokus eindeutig auf Kleidung. Aber schauen wir uns das Ganze am besten gleich einmal an. Und hier sehen wir jetzt den Tumblr-Blog von Onyx Sims. Wie wir eben sehen, jede Menge Kleidung für Kinder und Kleinkinder. Also er bietet wirklich jede Menge unglaublich niedliche Sachen an. Und wie gesagt, downloaden könnt ihr das Ganze auf seiner Blogspot-Seite. Hier haben wir seine Blogspot-Seite. Sorry, dass da überall Werbung ist. Vielleicht sollte ich mir irgendwann einen Adblocker installieren. Auf jeden Fall gibt es dann hier eben genau die gleichen Dinge, die wir vorhin jetzt auch schon gesehen haben. Und dann klicken wir dann einfach gleich mal auf eines drauf. Das ist das Luan-Set. Hier sehen wir eben, dass es für Toddler geeignet ist, also für Kleinkinder. Und zwar für Mädchen und Jungs. Und hier könnt ihr es runterladen, entweder über OneDrive, über SimFileShare, über Mediafire oder ihr könnt hier sogar auch die Photoshop-Datei herunterladen. Also jede Menge coole Optionen. Und dann sehen wir uns seine Kreationen jetzt am besten gleich mal im Spiel an. Und hier sind wir wieder bei meiner Familie Sisi. Ich beginne hier jetzt mit unserer Marie. Und für das Video habe ich sie natürlich wieder zum Kleinkind zurückaltern lassen. Und dann schauen wir gleich mal, welche Oberteile ich hier von Onyx Sims habe. Also wir haben zum Beispiel dieses Hemd hier, dann gibt es noch dieses Oberteil und dieses hier. Also wie ihr gut sehen könnt, es gibt jede Menge unterschiedliche Kleidungsstücke und die gibt es auch in unterschiedlichen Farben und mit unterschiedlichen Mustern. Also seine Sachen sind wirklich absolut großartig und ich glaube, es ist wirklich für jeden etwas dabei. Das finde ich zum Beispiel unglaublich süß. Das hat auch immer unterschiedliche Motive. Dieses Shirt wäre einfach so passend für Ivy gewesen, also von der 100 Baby Challenge. Aber jetzt ist sie ja leider schon ein Kind. Schade, dass ich Onyx Sims nicht früher entdeckt habe. Oh, das finde ich auch total cool. Also ich finde, er hat nämlich auch jede Menge Sachen dabei, die man sonst jetzt nicht bei jedem Creator findet. Und auch hier bei den Hosen gibt es jede Menge. Also ich muss sagen, bei Hosen bin ich normal sehr, sehr skeptisch, vor allem bei Kleinkindern. Aber die gefallen mir alle wirklich, wirklich gut. Oh, diese Jeans ist so süß. Also ich bin wirklich froh, dass ich Onyx Sims gefunden habe, weil ich finde die Sachen wirklich absolut großartig. Schauen wir gleich mal bei den Kombinationen vorbei. Was haben wir hier? Okay, also hier haben wir zum Beispiel das. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, wie cool ist dieses Outfit. Wow. Irgendwie komme ich aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Wobei ich sagen muss, dass die Sachen wirklich sehr, sehr detailreich sind. Also ich bin mir bei einigen nicht ganz sicher, ob da nicht irgendwie sogar Alpha-Vibes dabei sind. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Onyx Sims ist großartig. Und dann schauen wir jetzt auch mal gleich bei den Jungs vorbei. Und dafür wurde jetzt auch unser Michael wieder zum Kleinkind. Okay, die meisten Sachen hier kennen wir tatsächlich, glaube ich, schon von den Mädchen. Und ein paar hier glitschen auch bei den Hosen. Okay, das kann natürlich leider mit dem neuen Update zu tun haben. Ich hoffe, das wird alles gefixt. Aber auf jeden Fall gibt es hier auch jede Menge unglaublich niedliche Outfits für Jungs. Dann lassen wir ihm jetzt einfach mal das hier an und schauen bei der Beinbekleidung vorbei. Und hier sind wir jetzt bei der Beinbekleidung. Wenn ich jetzt richtig sehe, haben wir etwa die gleichen Sachen wie bei den Mädchen, was ja irgendwie auch Sinn macht, aber dann muss ich euch das jetzt eh nicht so genau zeigen, weil das haben wir ja schon gesehen. Und dann schauen wir jetzt gleich zu den Kombinationen. Und was haben wir jetzt hier bei den Kombinationen? Auch dieses süße Outfit wieder, das es bei den Mädchen auch gibt. Ich liebe es. Dann haben wir das hier und dieses. Aber dann machen wir jetzt gleich mal mit dem nächsten Creator weiter. Und die zweite Creatorin, die ich euch jetzt vorstelle, die nennt sich Madeline.
Madeline habe ich übrigens schon in meinem Video über die besten Maxis Match Outfits vorgestellt. Ich blende dir das Video dazu jetzt hier rechts oben ein. Auf jeden Fall ist auch sie eine Creatorin für Cass Items und der wesentliche Pluspunkt bei ihr ist eben auch, dass es jede Menge Sachen für Kinder und Kleinkinder gibt und deshalb stelle ich sie jetzt euch in diesem Video ein wenig näher vor. Und hier seht ihr jetzt ihren Tumblr-Blog. Hier ganz oben steht auch High Quality Custom Content for the Sims. Und wenn man sich das Ganze hier so ansieht, ich glaube, da stimmt mir jeder zu, dass das auch wirklich stimmt. Also sie macht unglaublich schöne Sachen, wie ihr seht eben jede Menge Schuhe und auch jede Menge Dinge für Kinder. Dann hat sie hier sogar Möbel dabei. Aber ansonsten liegt der Fokus vor allem auf weibliche Sims, von Teenageralter bis zum Seniorenalter. Und ihre Dinge könnt ihr auf ihrer Patreon-Seite herunterladen. Hier sind wir jetzt auf ihrer Patreon-Seite. Wie immer habe ich den Filter für die ganzen öffentlichen Dateien eingestellt und hier sehen wir jetzt jede Menge ihrer Kreationen. Also wie ihr seht, sie macht wirklich unglaublich coole Sachen und am besten sehen wir uns das Ganze gleich mal im Spiel an. Und für Madeline sind wir jetzt bei unserer Kim und dann schauen wir auch hier einmal durch die Oberteile durch. Also ich habe euch Madeline ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ihre Kreationen sind wirklich unglaublich detailreich. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann liegt ihr Fokus auf den Kombinationen. Also Einzelteile gibt es jetzt nicht so viele, aber schauen wir nochmal schnell bei den Hosen vorbei. Also Hosen für Kleinkinder hat sie gar keine. Wie sieht es denn bei den Kombinationen aus? Und ich habe mich richtig erinnert, ihr Fokus ist auf den Kombinationen und da haben wir hier dieses Outfit. Dann gibt es noch dieses, dieses und dieses hier. Hier haben wir dann auch noch drei unterschiedliche Outfits. Also wenn ich mich richtig erinnere, gibt es das alles auch für Kinder und vielleicht sogar für Teenager und Älter. Aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Aber für Kinder gibt es das alles auf jeden Fall. Und dann schauen wir auch hier gleich bei den Jungs vorbei. Und dann sind wir hier wieder bei Michael, also da haben wir auch diese Jacke und diese beiden, also die kennen wir ja auch schon von den Mädchen. Und bei den Hosen haben wir hier auch gar nichts. Und wie sieht es bei den Kombinationen aus? Ja, auch hier deckt sich das sehr mit den Mädchen, also all diese Sachen gibt es eben geschlechterneutral. Wobei ich mir zum Beispiel hier jetzt nicht ganz sicher bin, ob wir das schon gesehen haben, aber auf jeden Fall gibt es das Ganze auch für Kinder. Und was ich fast vergessen hätte, sie macht natürlich auch jede Menge Schuhe. Und zwar, da klicken wir uns jetzt auch einfach mal durch. Also, wie ihr seht, diese Schuhe sehen unglaublich süß aus. Und sie haben auch eben unterschiedlichste Farben. Also auch hier alles, was man sich wünschen kann. Und bei den Mädchen zeige ich euch das jetzt nicht nochmal extra, weil es gibt genau die gleichen. Und nun sind wir schon beim dritten Creator angelangt. Sein Name ist Kester Rue, also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und wenn man über Custom Content für Kleinkinder spricht, dann darf man ihn auf keinen Fall vergessen. Übrigens, falls ihr schon zu viele meiner Videos angesehen habt und jetzt jede Menge unsortierten Custom Content habt, ich blende euch jetzt hier rechts oben ein Video über den Sims 4 Mod Manager ein. Der hilft euch hierbei garantiert weiter. Und hier sind wir jetzt auf der Patreon-Seite von Kester Rue. Also, wie ihr seht, sie bietet wirklich jede Menge unterschiedliche Sachen. Also hier haben wir jede Menge Kleider, dann gibt es auch noch Frisuren. Hier gibt es sogar ein Teeth Pack, also die Zähne. Das habe ich tatsächlich nicht in meinem Spiel. Und hier sehen wir auch jede Menge Frisuren. Und das Tolle hierbei ist, das sind Toddler Hair Conversions. Und zwar ist es ein ganzes Pack. Also hier müsst ihr dann eben nur diese eine Datei herunterladen und dann habt ihr diese ganzen unterschiedlichen Frisuren. Und ja, wie ihr seht, auch sie macht jede Menge unglaublich schöne Sachen und deshalb zeige ich euch jetzt gleich, wie das Ganze in-game aussieht. Und für Kester Rue bin ich jetzt bei Hannah und wir beginnen hier bei den Frisuren. Denn wie ich euch schon gezeigt habe, Kester Rue hat jede Menge Conversions für Frisuren gemacht. Und dadurch gibt es jetzt so unglaublich viele wunderschöne Frisuren für Kinder. Ich meine, seht euch das an. Ich finde alle davon absolut großartig. Das ist zum Beispiel eine meiner liebsten Conversions. Ach so, für Kinder habe ich vorhin gesagt. Ich meinte natürlich für Kleinkinder. Und auch jede Menge Hochsteckfrisuren. Und das alles gibt es natürlich in unterschiedlichen Farben. Also ja, ihr könnt eurem Kind sogar pinke Haare machen oder blaue oder türkise oder grüne, was auch immer ihr möchtet. Eurer Kreativität sind hierbei gar keine Grenzen gesetzt, aber ich glaube, ich bleibe für Hannah jetzt mal bei diesem Blond.
Gut, und weiter geht es zu den Oberteilen. Was haben wir denn hier? Dafür muss ich ganz nach unten scrollen. Und zwar sind alle diese Oberteile von Castleroo. Also, wenn ich mich richtig erinnere, eine von diesen Oberteilen haben auch unsere Drillinge in der 100 Baby Challenge getragen, also zumindest als Schlafanzug. Castleroo macht, wie gesagt, wirklich unglaublich schöne Sachen. Und dann schauen wir jetzt gleich mal bei der Beinbekleidung vorbei. Wie schon vorhin angemerkt, eigentlich bin ich bei Hosen für Kleinkinder wirklich sehr, sehr picky. Aber auch ihre Sachen sind wirklich unglaublich großartig. Ich liebe die Details. Ich finde, es sieht realistisch aus, aber nicht zu realistisch. Und ja, es ist einfach perfekt. Und jetzt geht es noch zu den Kombinationen. Was haben wir denn hier? Und auch hier gibt es wirklich jede Menge unglaublich süße Sachen. Wow, warum ist das alles hier so süß? Ja, wie gesagt, man kann nicht über Custom-Content für Kleinkinder sprechen und dabei nicht über Castleroo sprechen. Also ihre Sachen sind absolut großartig, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und auch von ihr gibt es einige Schuhe, und zwar diese sind von Castleroo. Okay, irgendwas glitscht da. Hat sie Socken an? Nein. Glitscht die Hose? Oh, sie hat Socken an. Das war das Problem. Okay. Aber auf jeden Fall, Castleroo macht auch jede Menge zuckersüße Schuhe. Wie gesagt, schaut bei ihr vorbei und wir schauen jetzt noch schnell zu Michael. Und hier haben wir jetzt die Create Sims Items für Jungs und auch diese stimmen wieder mit denen für Mädchen überein. Also es sind wieder genau die gleichen, wenn ich mich zumindest richtig erinnere. Und wie sieht es bei den Hosen aus? Und auch die Hosen sind genau die gleichen. Und dann vermutlich auch die Schuhe. Auch die Schuhe sind die gleichen. Wie sieht es bei den Kombinationen aus? Und auch hier haben wir wieder genau dasselbe. Aber eben alles unglaublich super süß. Und wie ihr seht, es passt nicht nur für Mädchen, sondern es passt auch alles wunderbar für Jungs. Die vierte Creatorin, die ich euch jetzt vorstelle, die nennt sich Pauluna. Pauluna ist tatsächlich eine deutschsprachige Creatorin, also ihr Name ist Pauline und sie kommt aus Deutschland. Und wer weiß, vielleicht siehst du das Video ja irgendwann. Wenn ja, ich hoffe, es gefällt dir. Und ich wollte dir nur sagen, ich finde deine Kreationen wirklich absolut großartig. Und deshalb schauen wir jetzt gleich mal auf ihrem Tumblr vorbei. Und hier haben wir ihren Tumblr-Account. Hier haben wir beispielsweise schon ein Lookbook. Dann haben wir hier ihr neuestes Package und zwar nennt es sich Retro Stuff. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch gar nicht, aber es sieht unglaublich süß aus. Also ich werde es mir gleich nach dem Aufnehmen herunterladen. Aber gut, dann schauen wir gleich mal zu ihrer Patreon-Seite. Und hier ist jetzt Paulunas Patreon-Seite. Hier sehen wir wieder das Retro-Stuff-Package. Und wow, die Sachen sehen so unglaublich schön aus. Also meiner Meinung nach ist sie wirklich bei den Top-Creatern für Kleinkinder ganz, ganz weit vorne. Und wie ihr seht, bietet sie sehr, sehr viel unterschiedliche Dinge an. Also bei ihr kann man wirklich alles finden. Wie ihr seht, sind dazwischen auch immer Kleidungsstücke für Kinder mit dabei. Und aus diesem Grund habe ich sie nämlich auch schon einmal in einem Video über die besten CC-Creator für Kinder vorgestellt. Ich blende dir das Video jetzt hier rechts oben ein. Aber gut, dann schauen wir uns auch ihre Sachen am besten gleich mal im Spiel an. Für Pauluna sind wir jetzt wieder zurück bei Kim und ich klicke mich auch jetzt hier einmal durch die Oberteile durch. Wow, ich liebe ihre Sachen. Also ich finde auch ihre Sachen für Kleinkinder so unglaublich süß. Und es ist alles einfach so unterschiedlich. Und es gibt es natürlich auch wie immer in unterschiedlichen Farben. Und auch hier, wow, es gibt ja auch unterschiedliche Motive. Es ist alles so süß. Gut, und weiter geht es zur Beinbekleidung. Was haben wir hier? Und wieder haben wir sehr schöne Beinbekleidung, also wirklich wieder unterschiedlichste Formen und Farben. Wow, die ist ja auch unglaublich niedlich. Dann haben wir hier eben noch einen Rock und eben unterschiedlichste Jeans, also auch das ist alles wirklich sehr, sehr niedlich. Und Pauluna hat auch ein paar Schuhe. Und zwar gibt es diese Schuhe von ihr. Okay, ich ziehe ihr da mal die Hose aus, sonst glitscht das ein wenig. Da gibt es eben diese Stiefel, dann haben wir noch diese Schuhe und dann noch diese Gummistiefel. Und auch diese gibt es in unterschiedlichen, unglaublich niedlichen Farben. Und dann schauen wir jetzt wieder zu Michael.
Und auch hier gibt es wieder genau die gleichen Sachen wie bei den Mädchen. Bei den Hosen, ja, auch bei den Hosen ist es genau das Gleiche und bei den Kombinationen. Hier bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube, das habe ich zum Beispiel bei den Mädchen nicht gesehen und das auch nicht. Oh, und ich glaube, die Superman-Verkleidung auch nicht. Wie süß ist das? Also wie ihr seht, es gibt für beide Geschlechter von Poluna unglaublich niedliche Sachen und auch die Schuhe sind unglaublich niedlich. Also schaut auf jeden Fall auch bei ihr vorbei. Und die letzte Creatorin, die ich euch heute vorstelle, habe ich tatsächlich auch erst heute entdeckt oder eigentlich wiederentdeckt. Ich glaube, ich hatte irgendwann schon mal ein paar Kleidungsstücke von ihr. Und zwar ist das Lilka. Lilka macht wirklich auch unglaublich großartige Create the Sims Items für Kleinkinder. Und deshalb schauen wir jetzt gleich mal auf ihrem Patreon vorbei. Und hier haben wir jetzt ihre Patreon-Seite. Also hier haben wir zum Beispiel schon mal eine Hose für Kinder. Dann haben wir hier noch eine Hose für Kinder. Und je weiter man nach unten scrollt, desto mehr Sachen für Kleinkinder kommen. Also hier haben wir zum Beispiel Jeans für Kleinkinder. Dann gibt es hier diese Jacke für Kleinkinder. Also wie ihr seht, sie macht auch wirklich unglaublich schöne Sachen. Und was ich auch entdeckt habe, es gibt ihre Sachen nicht nur auf Patreon, sondern auch auf The Sims Resource. Ich weiß ja, dass viele von euch gerne auf The Sims Resource ihre Sachen herunterladen und ihr könnt ihre Kreationen eben auch hier finden. Ich kann euch tatsächlich gar nicht sagen, ob sie mehr Dinge auf Patreon hat oder auf The Sims Resource. Auf jeden Fall war ich heute hier unterwegs und wie ihr seht, es gibt jede Menge unglaublich niedliche Sachen für Kleinkinder. Also nochmal, es tut mir wirklich leid um eure Computer, denn heute werdet ihr sicher jede Menge neuen Custom-Content herunterladen. Aber gut, dann sehen wir uns auch ihre Kreationen jetzt gleich mal im Spiel an. Und zum Abschluss sind wir jetzt wieder bei Marie und wir sehen uns jetzt die Sachen von Lilka an. Wow, also wie gesagt, Lilka habe ich erst heute entdeckt und auch ihre Sachen sind unglaublich schön. Sie sind auch sehr detailreich, also ich glaube, man könnte sie auch benutzen, wenn man Alpha-Custom-Content mag. Auf jeden Fall, ich finde die Sachen wirklich sehr, sehr schön. Okay, das war's dann bei den Oberteilen. Wie sieht es bei der Beinbekleidung aus? Da haben wir das hier, dann haben wir diesen Rock, dann haben wir noch diesen Body. Okay, spannend, dass das nur eine Beinbekleidung ist, weil eigentlich sind das eher Bodies. Und dann haben wir noch diese Hose. Oh mein Gott, ist die süß. Schaut euch diese Muster an. Es ist so lieb. Und das war es bei der Beinbekleidung. Dann schauen wir noch zu den Kombinationen. Oh, wie süß sind diese Badeanzüge. Es ist alles so cool. Also ich bin echt froh, dass ich sie entdeckt habe, weil ich liebe alles. Und sie hat auch so unglaublich viele, unglaublich wunderschöne Kleider. Es ist alles so cool. Bei Lilka müsst ihr auch unbedingt vorbeischauen. Es ist alles so niedlich. Und was ich besonders cool finde, es ist nicht so unglaublich kurz. Also ich hatte vor allem bei Alpha-Creatern oft das Problem, dass Kleider sehr, sehr kurz waren. Also das finde ich bei Erwachsenen schon ziemlich blöd. Aber bei Kindern oder bei Kleinkindern ist das halt einfach ein absolutes No-Go. Und deshalb freue ich mich sehr über diese Kleider und finde sie alle wirklich unglaublich schön. Also wie gesagt, ich habe sie erst heute entdeckt und ja, ich habe stundenlang ihre Sachen heruntergeladen und ich wusste gar nicht, wo ich aufhören soll, weil ich alles so unglaublich schön finde. Gut, das war's dann bei den Mädchen. Jetzt schauen wir noch bei Michael vorbei. Was haben wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel diesen Pullover. Oh, ist der süß. Oder dieses Hemd. Ja gut, das hatten wir alles auch schon bei den Mädchen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber wie auch bei allen anderen Creatern, es passt eben auch für alle Geschlechter. Also das finde ich wirklich alles unglaublich super süß. Was haben wir bei der Beinbekleidung? Ja, auch hier haben wir die gleiche Hose, wenn ich mich richtig erinnere, und eben auch die gleichen Bodies. Und dann noch schnell zu den Kombinationen. Also Kombinationen gibt es von ihr für Jungs jetzt nicht. Aber wie ihr vorhin gesehen habt, dafür gibt es so unendlich viele süße Kleider. Deshalb macht das Ganze, finde ich, wieder wett. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ich hoffe natürlich auch, dass ich euch ein paar Creator vorgestellt habe, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Lasst mir doch mal in den Kommentaren da, welcher euer liebster Custom-Content-Creator für Kleinkinder ist. Das würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten freue ich mich aber natürlich auch über jedes andere Kommentar, über jedes Like und über jedes Abo.
und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!